Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war wieder bei Primark einkaufen und habe so ein bisschen gestöbert, was es Neues gibt. Ich habe nicht ganz so viel eingekauft, aber das, was ich geshoppt habe, möchte ich euch natürlich gerne zeigen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Als erstes habe ich mir ein T-Shirt mitgenommen und zwar ist das in so einem richtig schönen Mintblau und es hat hier vorne an den Schultern so richtig schöne Kreuzschnürung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch die Farbe fand ich passt sehr, sehr gut in den Frühling und in den kommenden Sommer und deswegen habe ich mir das für 8 Euro mitgenommen und das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt mitgenommen, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar war ich auf der Suche nach T-Shirts oder Oberteilen mit Schnürung. Und da habe ich mir dieses hier mitgenommen. Das ist in so einem richtig schönen Blau und ich dachte, mir steht die Farbe überhaupt nicht. Aber als ich das dann anprobiert hatte, fand ich es wirklich sehr, sehr schön. Und das ist so ein locker fallendes T-Shirt mit den Schnürungen hier vorne an der Brust und ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ist für 4 Euro mitgekommen. Das wollte ich eigentlich auch noch in verschiedenen Farben haben, aber die hatten dann nur noch so ein wirklich unschönes Gelb und Weiß und da hat mir das hier am meisten gefallen und deswegen ist auch nur dieses Oberteil in Blau mitgekommen. Dann habe ich mir eine Bluse mitgenommen und zwar ist das diese hier. Das ist wirklich schon allein eine sehr, sehr schöne Farbe. Wo ich allerdings Bedenken hatte, war an dem Ausschnitt, der ist relativ weit runtergeschnitten, aber da kann man ganz normal ein Oberteil noch drunter ziehen, so ein Top oder so und dann ist das Ganze nicht mehr so schlimm. Und ja, hier an den Schultern hat sie so kleine silberne Applikationen, fand ich auch wirklich sehr, sehr schön und sie ist auch weit runtergeschnitten, also das geht über den Po und die ist für 13 Euro mitgekommen und freue ich mich schon, sie anzuziehen. Dann habe ich mir noch eine Bluse mitgenommen und zwar ist das diese hier. Die sieht jetzt sehr, sehr komisch aus und ich dachte mir, soll ich sie wirklich mitnehmen oder ist sie zu bunt oder zu auffällig? Und dann habe ich sie anprobiert und ich war wirklich sehr, sehr begeistert und deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Sie ist einfach ja in Weiß, Beige und Schwarz. Und am Rücken hat sie halt hier so einen kleinen Reißverschluss in Gold und ja, den kann man so aufmachen und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Besondere an dieser Bluse ist auch, dass die Ärmel sehr weit geschnitten sind, also die fallen sehr, sehr locker und das sieht auch wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und deswegen habe ich mir diese hier auch mitgenommen und die hat 11 Euro gekostet. Ja, und weil der Sommer bald vor der Tür steht, habe ich mir auch noch eine Hotpants mitgenommen. Und zwar ist das eine schwarze und die hat mit dabei so einen braunen, ganz, ganz dünnen Gürtel mit dabei gehabt mit goldenen Applikationen. Und fand ich auch wirklich sehr, sehr hübsch. Und wie ihr sehen könnt, innen hat sie so ein kleines Muster noch. Ja, und die Hose hat 8 Euro gekostet und da konnte ich nicht dran vorbeigehen und habe sie mitgenommen. Was bei Primark auch nicht fehlen dürfen, sind bei mir zwei Sachen. Und das sind einmal ganz schlichte T-Shirts. Da habe ich mir wieder eins in Grau, in Hellgrau, in so einem ganz normalen, ja, weiß ich nicht, Rosa mitgenommen. Und ein dunkelblaues und die haben jeweils 3 Euro gekostet und da kann man auch nicht meckern. Die müssen einfach immer wieder da sein als Basic und deswegen habe ich mir diese hier mitgenommen. Und was bei mir auch nie fehlen dürfen, sind Socken und da habe ich mir dieses 7er Paar mitgenommen für 3,50 Euro und da kann man auch überhaupt nichts zu sagen. Das sind auch einfach so ganz schlichte Farben, weiß, braun, beige und ja, kann man immer gebrauchen und deswegen sind die auch nochmal mitgekommen. Ja, dann war ich schon seit längerem auf der Suche nach einem Rucksack und da habe ich einen richtig, richtig schönen Rucksack gefunden. Und zwar ist das dieser hier. Der ist einfach ganz normal schwarz in so einer Lederoptik mit so Schnüren hier vorne. Und das Besondere ist, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, ist hier der ja, der Bund. Und zwar hat er so ein Regenbogendesign und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und musste auf jeden Fall direkt mit. Und das ist auf jeden Fall auch ein Highlight meines Shopping-Tags. Und ja, von innen sieht der Ganze so aus. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Platz mit einem Reißverschluss hier innen drin. Und ja, der hat auch nur 12 Euro gekostet und da musste der auf jeden Fall mit.
kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das habe ich an der Kasse entdeckt. Und zwar ist das ein Geschenkpapier mit Minions und ist das nicht einfach wunderschön und richtig, richtig süß. Das sind einfach so ganz viele Minions und hier sind 4 Meter drauf und hat 2 Euro gekostet und ja, da konnte ich nicht dran vorbeigehen und Geschenkpapier kann man immer gebrauchen. Ja, meine Lieben, das war es auch schon mit meinem Primark-Haul. Wie gesagt, es war nicht viel, aber das, was ich geshoppt habe, wollte ich euch einfach zeigen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und mich kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!